Also, der epische Kampf zwischen Odin und mir wartet. Wenn er jetzt wirklich kommt. Wenn nicht irgendwas wieder ist. Okay, ab nach oben. Wir haben uns den ganzen Turm hochgekämpft. Ich muss erstmal hier alles wieder einsammeln, was ich verbraucht habe. Los. Die Klinge will gefüttert werden, damit ihre Schneide scharf bleibt. Mörder. Was sorgst du dich um diese wertlosen Kreaturen? Sie sind nichts. Schwach, schon vom Augenblick ihrer Geburt an, gieren sie nach Macht, die ihrer Art nicht zusteht, und zerfleischen sich dabei letztlich selbst. Wie Schafe, die sich im Dreck zusammenscharen und jene zerstampfen, die mit einem goldenen Vlies gesegnet wurden. Nur um ihre eigene kümmerliche Existenz ertragen zu können. Vorurteile und Hetzerei, Zerwürfnis und Konflikte, alles Schlechte dieser Welt entspringt der Bosheit des menschlichen Herzens. Bosheit geboren aus dem Schmerz und dem Leid des freien Willens. Er ist es, der euch von eurem ersten bis zu eurem letzten Atemzug zerfrisst. Du irrst. Er zerfrisst mich nicht. Er macht mich aus. Jede Entscheidung, selbst eine falsche, treibt mich erst voran. Also laufe ich weiter. Nicht als Marionette. Als ein Mensch. Was bist du? Auch ich habe einst in solch einfachen Strukturen gedacht. Was? Vor langer Zeit schenkte Gott der Menschheit die Gabe der Magie. Und mit dieser Gabe schuf sie herrliche Zivilisationen. Doch mit der Zeit verlor die Gabe Gottes ihre Bedeutung. Die Ära des Gemeinsinns wandelte sich zur Ära der Habgier. Für Schwerter und Flammen wandte der Mensch sich vom Schöpfer ab und beschwor durch sein Tun die Fäule herauf. Dennoch erhielten einige wenige weiterhin den Blick auf den Himmel gerichtet. Und sie beteten zu Gott, dass er sie zurück zum Pfad des Rechts führe. Der Herr erhörte sie und antwortete: Den Würdigen werden sich die Tore des Paradieses öffnen. Also streckte ich meine Arme weit aus und ließ meine Seele in die Wogen des Äthers gleiten. Ich gab mich dem Schöpfer hin. Nahm mein Opfer an und sprach zu mir: Nur wenn ihr Sterblichen lernt zu dienen, sollt ihr Erlösung erfahren.
Siehst du? Das Paradies liegt nur einen Schritt von uns entfernt. Wieso zögern wir noch? Wir müssen unsere alten Sünden von uns abstreifen. Denn nur jene mit reinem Herzen werden Einlass in die neue Welt erhalten. Ich werde uns retten. Doch alles beginnt und endet mit dir. Du bist der Schlüsselmythos. Und ich werde dich ihm darbieten. Ein neuer Beweis für meinen Glauben. Du hast dich selbst aufgegeben, nur um deinem Gott zu dienen? Sag mir, nennst du das Leben? Das, wonach du strebst, ist keine Erlösung. Das ist Verdammung. Zu leben bedeutet, frei zu sein. Ohne eine Wahl gibt es keine Existenz. Wenn du meinst, dann komm. Zeig uns die Stärke deines Willens. Die Stärke meines Willens wird nicht ein Ende sein, sondern die Schwäche deines. So sieht's aus. Oh, Scheiße, Mann. Komm her, Odin! Du hältst deinen Willen für stärker? Beweise es. Mach ich. Es hat ihn nicht erwischt. Das war unfair. Wahrheit erkennen. Wann erkennst du es? Schnapp dich! Verdammt nochmal. Du wirst gehorchen. Aua. Au! Gesegnet mit der Macht eines Gottes. Scheiße. Ah! Doch kämpfst du noch immer wie ein Mensch. Ach, halt's Maul! Muss ich es dir zeigen? Wo ist er? Wo ist er hin? Scheiße! Der haut einfach ab. Diese scheiß Rumbeamerei. Verdammter Hund, Alter, echt. Au, 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 au! Alter! Zu langsam! Alter! Steintonikum! Ah! Komm schon! Und Mega Flare! Jetzt geht's wieder ab! Jetzt geht's wieder ab, du verdammter Hund! Oh nein, Alter! Doch dieses Mal habe ich ihn erwischt! Sieger an dir! Yeah! Jetzt gibt's aufs Maul, du Verpenner! Mega Flare! Jawoll! Torga, fahr!
Gott hat dich als seinen Leib erwählt. Und doch hältst du an deiner falschen Hoffnung fest. Aber es gibt keine. Oh, oh. Scheiße. Alter. Jetzt geht's richtig ab. Den Weg zur Erlösung. Nun musst du ihm folgen. Befreie dich, Mythos. Sonst wirst du mich niemals besiegen. Abwarten. Okay, es geht weiter. Deine Hybris wird dich noch teuer zu stehen kommen. Ich bin hinter dir, du Depp. Verdammt, da ist wieder eine Kugel. Das ist immer ankotzt, wenn da eine Kugel ist. Das gibt's doch nicht. Oh, was ist das? Da! Das gibt's doch einfach nicht. Was machst du hier von der Lasershow? Ah! Muss sein! Komm schon! Daneben! Au! Alter. Oh oh. Weg, 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 weg! Boah, das war knapp. Raus aus dem Ding. Das gibt's doch nicht. Jetzt kriegst du das hier. Was? Aber
Ich kann nicht. Verlieren? Du hast schon verloren, als du dich von uns abgewandt hast. Als du dich von der Wahrheit abgewandt hast, Barnabas. Wir sind nicht so schwach, wie dein Gott es glaubt. Oh. Das war's, oder was? Junge. Jetzt wird er richtig riesig. Verdammt. Schwäche selbst zur Waffe gemacht? Verzeihe mir. Du bist nicht so dumm, wie ich angenommen hatte. Und so endet es. Was? Nein! Hä? Bist du etwa schon erschöpft, Mythos? Dein störrischer Trotz erregt mein lang erstarrtes Herz, füllt es mit einer Freude, die ich seit Ewigkeiten vermisse. Welch Genuss! Der verlockende Kuss zügellosen Vergnügens, ein Traum, den ich verloren geglaubt hatte. Und nun, da dieses süße Gift rauschend durch meine Adern strömt, werde ich es bis zum letzten Tropfen genießen. Beweise deinen Wert, Mythos! Ich will an dir verbrennen! Ach du Scheiße! Du sammelst keine Dunkelheit! Komm schon! Dann nimm!
jetzt erst. Und vorbei! Ja! Jetzt gibt's aufs Maul! In Ewigkeit musste ich mich von unwürdigen Gegnern enttäuschen lassen. Doch nicht länger. Was? Oh, was war das denn? Hat er. Oh, meine getreulichen Diener. Oh, oh. Die Stunde eurer Erlösung ist gekommen. Vergiss es. Gibt's euch am ewigen Frieden, der euren Seelen naht. Dass diese Erlösung kommt. Morgen ist der Beweis. Du bist der Beweis, Mythos. Deine Existenz allein ist Zeugnis des göttlichen Plans unseres Herrn. Nein. Deinen Gott diene ich niemals. Jawoll! Haltung gebrochen, du Penner! Oh, das war böse. Daneben! Und wieder daneben! Ah. Komm schon! Yeah! Jawohl! Boah, Alter, das zieht gar nichts ab. Junge, 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 Junge. Ja, was mach ich denn? Muss richtig reinhauen. Mach dich gefangen! Ah, nicht schon wieder. Mein Herz sinkt. Oh. An dem Tag, als ich mir Asche nahm. Verrecke! So viele haben bereits nach meiner Krone getrachtet, Mythos. Doch keiner hat sie mir vom Haupt nehmen können. Nimm das! Und fuck! Dieser Rausch! Hier! Wer rauscht dich an dem hier? Ich bin dein Mythos! Nun empfange deinen Preis! Oh, jetzt hat er auch noch zwei Schwerter! Uah! Alter, der geht ja übelst ab. Und verrückt ist er auch noch. Alter. Komm schon. Scheiße. Nix gibt's! Ja, bitteschön! Boah, was zur Hölle! Junge! Das
hat mich 2 Tränke gekostet, du verdammter Hund, Alter. Jetzt aber. Komm her, Barnabas! Jetzt ist Schluss! Gleich hab ich dich! Jawohl! Abkühlung! Kaputt! Jetzt macht ihr Feuer unterm Arsch! Und dann schicke ich dich ins Nirvana! Ja! Auf jetzt! Gib endlich auf, Rudel! Ich mach dich kalt! Ah! Jetzt! Ah! Ah! Komm schon! Nur noch ein Twitzel! Oh! Drecksack. Und los mit Lustig! Nimm das! Nun, der Tag neigt sich dem Ende. Und die Wahrheit zeigt sich. Ich war es, der sich durchgesetzt hat. Mein Wille hat gesiegt. Dein Wille? Nein. Es war seiner. Clive Rossfield. Wurde bezwungen. Dann löst sich jetzt auch die Barriere auf. Dunkelsplitter. Brauche ich das nicht für das Schwert? Ich glaube schon. Aufgegeben. Du hast ihn nicht aufgegeben. Dein Wille hat deinen Wunsch nach einer neuen Welt geweckt. Du wolltest dich deinem Herrn beweisen. Er hat dir eine Illusion gezeigt. Und du wolltest, dass sie wahr ist. Die falsche Wahl. Es gibt nur die Welt, in der wir leben. Und diese Welt ist es wert, gerettet zu werden. Dafür töten wir auch einen Gott. Hey.
Verkehre Worte von dir, der dem Herrn so sehr nützlich war. Was willst du noch? Ich hätte fast vergessen. Ich versprach, dich für meinen Herrn präsentabel zu machen. Wir werden unseren Zweck erfüllen. Genauso wie seine Mutterkristalle den ihren erfüllt haben. Komm, Clive Rossfield! Nimm, was nur dir zusteht! Verschmelze mit Gott! Nein! Es hat ihm Odysseus Kraft gegeben. Die Erlösung, sie ist hier. Ich komme zu dir, Mutter. Steckst du? Zeig dich mir! Wie fühlt es sich an, deinen Rivalen zu verschlingen, dich an seiner Macht zu laben? Mit jedem zaghaften Schritt näher, näher der Göttlichkeit. Mit oder ohne Willen, du bist nichts als ein Leib, unser Leib. Spürst du, wie er in Erwartung seines Schicksals zittert und bebt. Noch ist das nicht deiner! Du irrst. Komm, trotziges Kind. Wir erwarten dich auf dem Rücken des ersten Drachen. Wo alles enden und neu beginnen wird. Wieder auf. Wir können zum Mutterkristall. Währenddessen. Hier rein!
Felsen überrannt. Was weiß ich? Frag sie doch, verdammt. Seit wann schreckt Eugen Havel denn zurück, wenn es zu kämpfen gilt? Seitdem mir meinen verdienten Rang genommen und mich von der Front verbannt haben. Jetzt stecke ich hier in einer brennenden Stadt fest, während meine Frau mit einem Kerl abhaut, der halb so alt ist wie ich. Und dann kreuzst du auf. Was zum Henker willst du hier? Gute Frage. Mit den Orks zusammen sind da draußen gut 200.000 Feinde. In der Hauptstadt sind nicht genug Soldaten stationiert, um eine Armee von dieser Größe zurückzuschlagen. Und die Zentralfeste? Wird von Soldaten und Trägern aus den umliegenden Siedlungen gehalten. Sie sind der einzige Grund, dass sie noch steht. Und es bedurfte nur einer Invasion, damit sie zusammenfinden. Die Angst vor dem Tod schafft oft die rechte Perspektive. Ja, Perspektive. Vielleicht hat die auch uns gefehlt. Ach du Scheiße, Byron. Der ist ein zäher Brocken. Stell mir ein paar deiner besten Männer. Am besten gleich alle. Meine besten Männer? Sieht es so aus, als könnte ich auch nur einen entbehren? Ich gebe zu, der Augenblick ist ungünstig. Aber mein Neffe braucht Hilfe. Und deine habe ich ihm quasi schon zugesichert. Mein Neffe? Dieser Shit. Vergiss es! Meine Leute haben Besseres zu tun, als für nichts zu sterben! Dann habt ihr sogar schon was gemein! Greif kämpft für das Gegenteil! Er kämpft für eine Welt, in der niemand umsonst sterben muss! Und er kämpft heute für die Hoffnung auf ein besseres Morgen! Mag ja schon stimmen, aber eine Handvoll Soldaten kommt nicht gegen ein Königreich an! Vielleicht habt ihr auch nur die falschen Männer. Ich muss wohl träumen. Wir sind nicht viele. Doch ich entsende so viele Dragoons, wie ich nur kann. Du, unterrichte Lord Havel über die Lage draußen in der Stadt. Jawohl, Hoheit. Und ihr wollt für uns kämpfen? Ich stehe in des Phönix Schuld. Das spricht für meine Neffen, oder? Ja, aber was dich angeht, habe ich noch Zweifel. Leg die fürs Erste beiseite. Na gut. Du sagtest, du hättest Männer in der Feste? Kannst du uns sagen, wie viele es noch sind? Einen Moment bitte. Kommandant? Egal wie viele. Randela kann keinen davon entbehren. Sammelt unsere Männer. Wir rücken aus. Los. Terence. Milord? Hier findest du ein Mädchen. Aber... um uns herum tobt ein Krieg. Ich verdanke ihr mein Leben. Diese Schuld muss ich begleichen. Sorge dafür, dass es ihr an nichts fehlt. Dion, ich kann nicht gehen. Aber du musst. Will ich je hoffen, die Vergebung unseres Volkes zu erlangen, muss ich sie mir verdienen. Und das muss ich aus eigener Kraft schaffen. Nur meiner allein. Wisse, dass diese Bitte mich zerreißt. Und wisse, dass ich ihr folge. Lebe wohl, Terence. Mal zum Abschied küssen die sich noch. Alter.
Ja, okay, es darf kein anderer Soldat sehen. Einige Zeit später. Clive, zum Glück, du lebst. Ja, ich lebe. Ich bin so verdammt froh, dich zu sehen, Joshua. Und Barnabas? Der König ist tot. Jetzt sind wir ein Königsmörder. Sie sind alle... Alle. Ada, sie wurden gerecht. Du bist jetzt sicher und mit dir. Dein Kind. Wir müssen reden. Passt auf euch auf. Ihr wisst, dass ich am liebsten mitgehen würde. Ich weiß. Aber es ist besser, wenn ihr zurück zur Enterprise geht. Und zwar nicht nur wegen Ada. Sagt den anderen, was passiert ist. Auf mich ist Verlass. Kümmere dich gut um sie. Danke für alles. Also so brauchen die echt lang. War das die richtige Entscheidung? Wir können eine Schwangere nicht alleine im toten Land zurücklassen. Das Versteck ist sicherer für sie. Zumindest vorerst. Das Land hier gehört den Akasischen. Der König war schon lange einer von ihnen. Aus freien Stücken. Er traf diese Entscheidung, um Ultima auf der Suche nach dem perfekten Leib zu dienen. Wohin sich Barnabas wandte, ihm folgte nur Zerstörung. So viel Leid und Tod. Für ihn war all die Gewalt reine Barmherzigkeit. Ein Akt, das Leid zu beenden. Er wollte wirklich die Rettung der Menschheit. Das hat Ultima ausgenutzt. So wie er uns ausnutzt. Warum uns? Was sind wir? Was wir sind? Wir sind Domini. Seine Werkzeuge. Doch das müssen wir nicht so akzeptieren. Wir können uns wehren. Für das Recht zu leben. Ist es nicht so? Doch, du hast recht.
Barnabas hat behauptet, die Mutterkristalle seien von Ultima. Von Ultima? Tatsächlich? Mittlerweile wissen wir, dass die Mutterkristalle dem Land den Äther entzogen haben. Und wir wissen, dass sie somit die Ursache für die Ausbreitung der Fäule waren. Aber was ich nicht verstehe, ist, was Ultima dadurch erreichen wollte. Was hast du in der Festung gefunden? Die Wahrheit über Ultimas Plan. Ich dachte lange, er wäre hinter dir her. Und zwar nur dir. Nein, er braucht nicht nur dich, er braucht uns beide, Ifrit und Phönix vereint. Er braucht das, wozu wir in Dichasia geworden sind. Nur wenn unser beider Flammen verschmelzen, ist sein Leib vollkommen. Wozu er diesen Leib braucht, ist mir jedoch nicht klar. Ich denke, es gibt etwas, das er ohne ihn nicht bewältigen kann. Etwas, das seine körperlose Form nicht zulässt. Und dafür braucht er unsägliche Mengen Äther und ein Gefäß, das dieser aufnehmen kann. Ich vermute beinahe, Bruder, dass er eine Art Zauber wirken will. Eine fast 1000 Jahre alte Magie unvorstellbaren Ausmaßes. Und ohne uns würde er scheitern. Und ohne die Mutterkristalle. Aber zerstören wir sie alle? Werden wir nicht nur die Fäule, sondern auch Ultima aufhalten? Also gilt unser Plan noch. Nur diesmal. Stellen wir ihn gemeinsam. Ja, es ist weit nach Stonehill. Lassen wir Ultima nicht warten. Okay. Brüder. Ja, yeah, wir haben die Macht der Dunkelheit. Yeah. Mal gucken, was Odin kann. Ada, das Schwert ist bestimmt auch. Also die Dunkelklinge ist bestimmt richtig, richtig gut. Mit Barnabas Tod ist seine Magie erloschen. Der Weg nach Stonehill ist nicht länger versperrt. Jetzt muss ich halt wieder überlegen, was mache ich raus, ne? Das ist halt das. Die letzte S-Bar. Bäm! Odin! Alter, 5000! Oh mein Gott! Alter, aber die Klinge, die macht so viel Schaden. Was gibt's denn dann für Kräfte? Die Doppelklinge. Macht aber gar nicht so viel Schaden, ne? Aber... Oh, ist gar nicht so teuer. Junge. Ist auch geil. Aber vom Schaden her ist es gar nicht so gut. Außer das ist heftig. Das kostet auch 5000, das zu verbessern. Jetzt die Frage. Shiva ist gut, weil Shiva macht auf jeden Fall die Benommenheit. Also sie macht die Haltung extrem kaputt. Barmut ist auch gut, weil er macht auch extrem die Haltung kaputt. Mit den Kugeln. Und das macht halt enormen Schaden. Mach jetzt den Phönix weg. Halt.
Dann mache ich jetzt den Phönix weg. Aber der Phönix ist halt gut wegen dieses Ranpirsch. Ah, was kann ich mit dem hier eigentlich auch? Das kann ich auch mit dem. Nur nicht in die Luft. Das ist halt das. Ah, ich fand Phönix eigentlich immer gut, aber ja gut, dann müssen wir das jetzt halt alles vergessen. Das war's. Okay. Nee. Okay. Auf jeden Fall. Ist die Frage das oder doch eher das? Ja, das ist auf jeden Fall. Alter. Ich probiere es mal aus. Nee, das nicht. Das macht auch nicht so viel Schaden. Das macht alles Haltung kaputt. Das macht am meisten Schaden. Shiva kann ich nicht. Habe ich auch schon. Bahamut kann ich nicht. Was nehme ich das? Oder das? Das ist nämlich beides gleich. Ich glaube, ich mache das. Oder ich verbessere das. Das ist auch voll lächerlich, wie wenig das abzieht. Macht nicht so viel Schaden. Gut. Esper-Wechsel. Wo ist er denn? Titan, Ramu? Achso, weiter unten. Odin. That's it. Okay. Okay. Ja, dann ist das halt so, ja. Dann geht's jetzt weiter in Richtung. Ja, in welche Richtung? In diese Richtung auf jeden Fall. Zum Mutterkristall. Zum letzten Mutterkristall.